So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eldenbusters mit Joe Heinemann und Talia Savage. Heute mal eine kleine Sonderfolge, und zwar gehen wir alle die Cheeses durch, also ein paar davon zumindest, die ich mal veröffentlicht habe, und schauen, ob die noch funktionieren mit dem aktuellsten Patch. Wenn ihr euch unsicher seid, wann der aktuellste Patch ist, schaut drauf, wann das Video veröffentlicht wurde, dann könnt ihr ungefähr einen Zeitraum eingrenzen. Hier testen wir gerade den Glitch, ob wir Loretta wieder Hirntod bekommen, indem wir in die Boss-Arena reinlaufen, hinten in die Ecke da rein, verlassen das Spiel, laden es neu und ja, wir werden es ja gleich sehen. Genau in dieser Ecke da, da taucht man dann auch wieder auf. Der Boss ist da und offenbar ist es immer noch so, dass man sie noch wunderbar cheesen kann. Also, erster Cheese funktioniert eigentlich noch ganz gut. Sehr schön. Jo, was haben wir denn jetzt noch? Ah ja. Die abscheuliche Löwenbestie und der Schmelztiegelritter. Tja, der Trick war so, du läufst rein und musst hinten an die Mauer hin, zu einem ganz bestimmten Spot. Da, wo die beiden Mauern verfugt sind, das sieht man da gleich. Seht ihr da an die Kante? Ich zeige es euch genau. Nicht da, sondern hier, an dieser Fuge. Spiel verlassen. Und jetzt werden wir es gleich sehen, ob der Cheese noch einigermaßen aktuell ist oder haben sie ihn gepatcht. Ich kommentiere das hier übrigens nach. Ich weiß es, aber ich will es noch spannend halten. Na. Ich habe schlechte Neuigkeiten für all diejenigen, die Bosse gerne richtig machen, denn man kann hier immer noch bescheißen. Ja, es ist ein Träumchen, ne? Es ist wundervoll. Ja, um es zu demonstrieren, werden wir jetzt erstmal die abscheuliche Löwenbestie zu Klump schlagen, denn es könnte ja sein, dass sie zumindest einen Teil-Cheese behoben haben. Aber wie ihr seht, wir spawnen innerhalb der Boss-Arena, das heißt, die KI wird nicht geladen. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt hier eine feste Textur haben, aber tja. Also, ihr seht hier, die Löwenbestie ist überhaupt kein Problem. Aber die viel wichtige Frage ist doch natürlich, wie sieht es mit Günther da oben aus? Ist Günther auch noch ein Idiot? Die Antwort lautet natürlich ja, denn auch seine KI wird nicht geladen. Es ist doch wundervoll. Und wie ihr seht, man kann sich einfach wirklich immer noch stinknormale Giftpfeile besorgen. Genau, Teabaggen ein bisschen. Und so kann man sich ganz am Anfang des Spiels, ja, ich habe dafür extra einen neuen Charakter gemacht für dieses Video, kann man sich da einfach ein paar Bosse zusammenschießen. Das ist ein Traum. Das ist wunderbar. Wie Weihnachten. Nur anders. In der blutigen Wüste vielleicht. Egal, kommen wir zu der nächsten Sache. Ja, geht denn der Trick noch hier, wisst ihr, mit der Waffe hier? Eochaids Zierde. Da konnte man ja hier an diesem Strand, ich zeige das jetzt hier nicht besonders, denn ich habe dazu auch ein Video gemacht, kann man hier immer noch an der Felswand sich ein bisschen hochglitschen und somit einen kompletten Dungeon auslassen, um an das Schwert zu kommen? Ja, die Antwort lautet natürlich ja, wie ihr seht. Es geht immer noch. Und ich kann nur immer wieder sagen, wenn ihr das Video ein bisschen später schaut, schaut auf das Datum, dann wisst ihr Bescheid. Da vorne liegt übrigens Eochaids Zierde. Ich habe es noch nicht gesammelt. Tja. Und eine letzte Sache noch. Ja, kann man Malenia denn noch cheesen? Die sehr vielversprechende Antwort lautet natürlich nein. Die Hitbox von dieser einen Wurzel, an der man drauflaufen konnte, wurde gefixt. Man kommt hier unter keinen Umständen mehr hoch. Ich werde jetzt hier eine Weile testen. Ihr seht es jetzt hier gleich. Nicht, dass man jetzt sagt, ja, du hast es nur einmal versucht. Nein, nein, wir schauen jetzt von hier. Wir schauen von der rechten Seite, wir schauen von der linken Seite. Wurde komplett die Hitbox so erweitert, dass man da jetzt gegen eine Mauer läuft. Macht nicht wirklich Sinn, aber... Na gut, was willst du tun, ne? Es ist, wie es ist. Sehr schade, aber dann war es das schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.